So Leute, willkommen zurück zu Jump Force. Zero ist immer noch mit dabei. Jo. Und jetzt. Wir haben mal ein bisschen was getestet und wir haben gemerkt, das Spiel zieht GPU wie Sau. Ja, leider. Und das Ding hat meine GPU auf 90% gebracht und ich sag's mal so, ich habe eine GTX GeForce, also GeForce GTX 1060 oder 1080? Ich weiß nicht, also ich habe 900 irgendwas. Also eine 1060 oder 1080 habe ich drin. Und hier gibt's Events. Wird einmal pro Season bekannt gegeben. Okay, das ist jetzt noch nicht. Ja, ich denke mal bei Release wird's so. Ja. Wir können ja hier auch mit Leuten reden. Da gibt's ja auch immer diese Punkte. Wir haben ja jetzt Geld bekommen. Davon kann man sich ja jetzt eigentlich was im Shop kaufen, ne? Ja, ich hab 980, also ich kann... Ich guck mal nach, wie viel ich jetzt hab. Gegenstände... Also ne, Gegenstände will ich nicht, will eigentlich... Ne, auch nicht, ich möchte gerne eine Fertigkeit. Wir haben jetzt 2500. Ich weiß auch gar nicht, was ich für eine Fähigkeit gerne hätte. Weißt du schon, was du gerne hättest? Ne, müsste ich mir alles nochmal genau anschauen, obwohl... Hier die vom Sabo vielleicht ein, zwei Attacken. Ja, ich finde das Seebeben auch zum Beispiel sehr, sehr cool. Ja, das ist mir... Meinst du, das ist spektakulär, finde ich. Also, wenn man weiß, woher es kommt, ist es krass, aber so an sich so animiert nicht. Oder das Bijudama Rasenschuriken. Ja, das wäre zum Beispiel auch was richtig cool. Sparring der sechs Pfade ist mir zu langweilig. Ja, das ist einfach nur so ein Schlag, das fand ich auch... War auch einfach mal so das Standard Rasengan. Leider kann ich ja nicht Dings lernen. Die schwarzen Flammen. Warum? Weiß ich nicht, die gibt's hier nicht. Ah, aber das Onyx-Chidori gibt es. Ja. Sandschauer könnte ich noch lernen. Kann es sein, dass die schwarzen Flammen Ulti von Sasu? Nee, sind sie nicht. Nicht? Ja. Blitzversteck, Doppelgänger, aber das ist mehr so ein, so eine Abwehrtechnik. Das unsichtbare Rasengan gibt's noch. Naja, das von Boruto. Ja. Ja, den Donner Dreifachschuss, den. Und dann diese Pegasus-Sachen sind hier von dem Typ mit der Rüstung, von Seiya. 100 spaltende Fäuste finde ich eigentlich auch ganz cool aus. Na, ja, von Fist of the North Star war das, glaube ich. Kennen. Das war. Ja, das ist das von seine Standardtechnik. Himmelstrotzender Mondsansehen. Ich könnte ja auch so einen Schwertstil machen. Stimmt, gibt ja auch sowas, ganz viele Techniken. Ja. Ich finde ja hier Kampf. Was ist das? Kampfestrauer? Was? Kampfestrauer. Kampfestrauer, ja. Die Technik finde ich sieht ganz gut aus. Ja. Die würde ich mir holen. Wahrscheinlich. Das ist die Donnergrollkanone. Ja, ist mir so unspektakulär. Schwarzer Sarg, die war doch, glaube ich, ganz cool. Schwarzer Sarg, was war das nochmal? Müsste doch aus Bleach sein. Müsste sein, ja. Ja, die sieht ganz cool aus, also die gefällt mir. Schwarzer Sarg, okay. Nee, kann sein, dass Schwarzer Sarg von Black ist. Ja, nicht sicher. Nee, die müsste aus Bleach sein, weil es gab doch mal dieses Pocket Ninja mit Bleach und Naruto und ich meine, diese Technik gehörte mit dazu. Ah, okay. Spaltende Leere oder erster vielleicht? Spaltende Leere ist cool, dann machst du so eine Schutzmauer. Ah. Und während du mit den erster Tanz oder diese Eisäule machst. Also schlecht. Das macht der hier gut hier, ne? Was mir so ein bisschen fehlt, vielleicht habe ich es auch nicht einfach nicht gesehen. Zorro-Moves. So, ja, außer den 1080 sind es für nichts hier nicht viel. Theoretisch müsste es doch als Ulti noch hier 3000 Welt. Ja, müsste eigentlich. Hm.
Letztes Geheimnisschwert Kagutsuchi. Das gefällt mir auch so mit Feuerschwert. Auch von Killua die Göttertempo Blitzangriffe finde ich auch nice. Ja. Dann ist ja auch die Technik anonymer. Ja, also ich glaube, ich hole mir tatsächlich so Schwertsachen. Ja, ich muss gucken. Ich leg mich da nicht fest, ich finde das, was cool aussieht. Ja, aber so genau weiß ich es jetzt auch noch nicht. So. Also ein paar Performance-Probleme sind noch drin. Ja, leider. Was eigentlich hier unten? Blitz des Drachenschreis. Das ist auch so eine Schwerttechnik. Mhm. Das ist vielleicht was für dich. Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das... Hilfe? Mhm. Ich bin jetzt auf so einem Außenkreis. Wie auf einem Außenkreis? So... Kennst du ungefähr die Architektur des Todessterns? Ja, so ein bisschen. Da bin ich gerade. Das ist ja lustig. Du hast ja auch so eine Technik, die heißt Zi. Da kannst du die Lichtschwerter... Und von Yugi halt, weißt du? Ah, okay. Wir reden mal mit den Leuten, dann kriegen wir ja immer diese aktiven Punkte, von denen keiner weiß, wofür man sie eigentlich benötigt. Ich habe jetzt mit so ziemlich jedem gesprochen, den ich gesehen habe, aber ich habe keine Ahnung, was die Dinger bringen. Aber ja, ich bin ja hier auf diesem Außenkreis. Wo ist denn der? Wenn du in... Also ich war in B. Ah, hier ist A. Okay, ich komme jetzt in A wieder raus. Das heißt, wenn du jetzt in A gehst, kann ich dich hinführen. Okay. Ach, meinst du da ganz unten, dieses Ding? Ja. Achso, ja, da war ich vorhin auch. So, da stehen ja auch so ein paar Leute rum. Mission. Kann ich hier... Achso, ja, ja, habe ich auch... egal wo du Missionen annimmst, diesen... Ja, aber ich kann keine Schlüsselmissionen machen. Hast du schon alle Tutorial-Missionen fertig? Achso, du musst... Warst du schon bei dem... Achso, nee, war ich nicht. Dann musst du kurz runter zu dem, da gibt es so ein paar Sekunden Cutscene und dann kannst du, glaube ich, die Schlüssel... Weil ich kann sie schon auch. Ah, okay. Moment, dann muss ich erstmal wieder aufsteigen. In meine kleine Kapsel, durch die mein Anzug... Ich finde auch, dadurch, dass hier so viele mit meinem Anzug... Jetzt habe ich Standbild. Mhm. Keinen Ton mehr. Ja. Ist das Spiel jetzt gecrashed? Jump for Unreal Engine ist gecrashed, schön. Ja, zumindest. Ja, so, geht weiter. Habe jetzt mal neu gestartet, das scheint wohl echt so ein... noch so ein paar kleine Probleme zu geben, da ist mir halt die Unreal Engine gerade mal abgeschmiert. Kann ja mal passieren. Ah ja, hier geht die Cutscene los. Denk mal, ja. コズミックキューブの力を使いこなしているようで何よりだ。早速だが、チームのメンバーと共にミッションに臨んでもらう。期待しているぞ。 So, ja, jetzt haben wir eine kurze Cutscene gehabt und jetzt können wir ja quasi weitergehen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass alle, die hier rumrennen, meinen Mantel tragen, oder zumindest viele, finde ich den Mantel gar nicht mehr so spektakulär. Auch wenn er verdammt nochmal gut zu uns passt. Ja, das stimmt. Ja, ich finde den auch nicht so schlecht, aber er hat nicht zu meiner Hose gepasst. Stimmt, unsere Hose. Wir haben unsere Hose immer noch nicht an. Stimmt, die wolltest du ja wechseln, ja. Avatar anpassen. Ich denke, bin mir mal auch ziemlich sicher, dass zum 15. dann noch so ein Day One Patch kommt. Ja, ich denke auch. Und so. Also das wird schon alles noch. Das sind halt so die Sachen, die man halt für einen früheren Zugang hat, die man in Kauf nehmen muss. Ja. Aber also, die schwarze Hose sieht bei uns eigentlich ganz cool aus. Jetzt hattest du ja die Cutscene, jetzt kannst du ja dann auch die Story-Mission. Ja. Dann können wir mal versuchen, das so abzupassen, dass wir wenigstens gleichzeitig in die Mission reingehen, damit wir die Cutscene und so gleich haben. Moment, da so, ja, ich bin ja A.
Ich wollte schon zu B rennen, aber nein, B bist du, ich bin A. Oh, ich bin einfach hier oben bei der in der Lobby geblieben. Ach so. Ja, bei dem. Geht ja auch, muss man ja nicht runterrennen. Kann die ja von überall annehmen. Hallo mein Freund, das ist der Missionstresen. Du solltest regelmäßig auf die Missionen achten, ja. Mhm. Besiege die, wenn wir uns in New York Mission versuchen, kann ich ja drücken? Ja, können wir machen. Okay, ja. Ich werde wahrscheinlich eh, dadurch, dass ich noch ein Aufnahmeprogramm laufen habe, ein bisschen länger zum Laden brauchen. Ah, wir müssen, Okay, wen nehmen wir alles mit? Ich will ja eigentlich nur Leute mitnehmen, die der... Achso, wir haben nur Leute, die zu unserem Stab gehören derzeit. Ah, Tatsache, eine Story-Mission kann man wirklich nur mitnehmen. Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall Lorena Zorro mit. Die wollte ich auch mitnehmen. Nimm Rui mit. Ja, Mario. Und ich nehme Sabo mit, komm. Ich nehme Kakashi mit. Ja, was Sabo angeht, ich finde es ja doof, dass man seinen Hut auch noch seine Haare dazu hat. Das ist nicht nur uneklig, sondern auch... Jetzt wisst ihr es. Sabo trägt Perücke. Ja. Nee, aber ist doch, ich dachte, nur der Hut. Mit seinen eigenen Haaren dann. Das wäre perfekt. Ja, das Problem habe ich nicht. Ich kann auf meinen Haaren trotzdem die Katzenohren haben. Bist du schon im Kampf? Ja, startet gerade. Gut. Jetzt beginnt das Kampftutorial. Du kannst es überspringen, indem du den Gegner besiegst. Kommen wir zu den Erklärungen zu Erwachen. Wechseln und Unterstützungsangriffe. Die Anzeige rings um dein Charaktersymbol ist die Erwachensanzeige. Die Erwachensanzeige füllt sich, wenn du Schaden erleidest. Ist sie mindestens zu 50% gefüllt, kannst du erwachen und Erwachungsfertigkeiten nutzen. Achso, damit kann man die A-Attacke einsetzen. Ja. Gut, wir laden uns mal voll auf. Und dann gibt's hier jetzt Lichtgranate. Trainiert das Teufelsbein. So, das reicht uns ja eigentlich. Drücke RS während der Erwachenszeige, um zu erwachen. Ah, cool. Oh, okay. Du erwachst mal, okay. Ah ja, wir kriegen da bloß so eine komische Aura, aber andere ändern dann wohl ihr Aussehen. Wahrscheinlich, ja. Aber das geht wohl auch, wenn die Erwachensanzeige 100% deine Ulti einsetzt. Dann erwachst du und setzt die Ulti ein. Ah, okay. Scheinbar. Ja, und beim Bildschirm läuft dann auch so ein Timer ab. Drücke LT, um einen Charakter mit einem Charakter die Position umzutauschen. Was? Wenn Unterstützungsangriff, halte gedrückt. Okay. Damit kann man also so Unterstützungsangriffe einsetzen. Ja. Gut. Also statt auszuwechseln, kommt dann nur der Charakter. Ja, wenn du erwachst, während du angreifst, springen die Charaktere deines Teams für einen Team-Erwachen-Angriff zu deiner Seite. Okay. Drücke R... Okay. Ah ja, ich sehe schon. Das ist cool. Und vor allen Dingen, Zorro sieht einfach cool aus. Ja. Der zieht dann nämlich seinen Oberteil aus. Damit ist das Tutorial zum Erwachen, Wechseln und Unterstützen abgeschlossen. Und jetzt mach ihn fertig. Los, Zorro, zeig's ihm. Oder ihr. Oh, der hat Teufelsbein drauf. So. Warte, das mit dem Team-Erwachungsangriff habe ich jetzt nicht ganz. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Irgendwie macht er bei mir nicht. Aber 3000 Welten ist cool. Ach, du hast das nicht mal hingekriegt? Nee, ich weiß nicht wie. Beim Schlagen rechten Stick reindrücken. Also, mach den nicht. Doch, sollte eigentlich. Ich schlag zu, dann drück ich 1000 mal drauf, das passiert nicht. Während du noch schlägst, also während du in der Combo bist. Ja. Komisch, bei mir macht er das und dann gehen meine Teamkollegen voll drauf. Bei mir nicht. Also vielleicht muss ich erstmal zu mir wieder. Weiß ich nicht, ich hab's auch mit Zorro hingekriegt. Okay. Kamui Raikiri. Oh, mit Susanoo. Gut gemacht, Kakashi. Sieht schon stylisch aus. Ah, jetzt, okay.
Gut. Ah, das ist halt nur Abwehr, okay. Das ist Raikiri. Kamui Shuriken. Perfekt, gewonnen. Ah, Levelaufstieg für uns, Level 6. Gibt schon viele Sachen, die man sich dabei merken muss. Ja, geht. Bisher. Ja, klar, man kann sich merken, aber einiges zu beachten. Weil ich glaube, in so einem Kampfding werde ich nicht da mir merken, dass ich erst eindrücken kann und so. Ja, also ich werde es mir merken. Ob ich es dann am Ende so hinkriege, ja. Das ist dann noch eine andere Sache. Ja. Können wir gleich zur nächsten Mission gehen? Ach, jetzt haben wir gar keine Schlüsselmissionen mehr. Jetzt haben wir nur noch freie Missionen. Aber Level Training 2 gibt es jetzt. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir vielleicht erst nochmal mit dem Kerl reden? Eine gute Frage, keine Ahnung. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wir gehen nochmal zu dem zurück. So, Kampf auch geschafft. Sehr schön. Nach diesen Komplikationen. Ja, der hat wieder irgendwas. Ah, okay. Oh oh, Notfall. Namekusei-kara Q-Yosei ga todoite imasu. Venomous no shūgeki desu. Nan da to? Aitsu ra shitsukei na. Nao, soko de Vegeta no sugata mo kakunin sarete imasu. Eh? Tōsan ga? Tōsan? Vegeta te Trunks no Tōjan nano ga? Hai. Vegeta ga Venomous ni katan shita to nareba, J-Force wa sōriku wo agete taisuru shisyō ga aru. Matte kure. Vegeta wa mukashi wa warii yatsu datta kendo, ima chigau. Venomous no nakama ni nante motte ne sa. Ore mo sō omoimasu. Naruto-san, ore mo Alpha Team ni doukou shite ii desu ka? Mochiron, itte koi itte ba yo. Hai. Hanashi wa kimatta you da na. Naraba sugu ni demo shippatsu shite kure. Kimi mo doukou shiro. Yoshi. Sunja, shippatsu da. Ja, los geht's, würde ich auch sagen. Was mir gerade mal so auffällt, bei Gokus Muskeln sind sogar die Adern mit dabei. Hat da jemand schon von den Steroiden gedacht? Hi. Wer weiß. Gut, wir sind auf Namek und da ist er. Das heißt, wir haben auch ein vorgeschriebenes Team dieses Mal. Ich wünschte, ich hätte schon neue Techniken. Ich wünschte, ich hätte Klamotten, die mir stehen. Oh, der geht ja gleich richtig ran. Der kann das auch, okay. Gut, dann hat sich zurückgezogen, damit er hier nicht von dem Sand begraben wird. Ich glaube, wir sollten mal Goku benutzen. Ha!
scheue mich auch endlich im Kampf. Sehr schön. Na, ich nehme ein bisschen zurück. Oh. Alles klar, der kann die Technik von Light hier. Ja. Nicht schlecht. Sind da. Jetzt meinen Niesen auch noch drin. Sehr schön. Das muss ich nur noch niesen. Ja. Ja, da kann die Whitebeard Technik. Dann werde ich halt zum Super Saiyajin. Und da kann meine Ulti. Nicht schlecht. Gebt mir eure Energie! Genki Dama! Hab ich ihn verfehlt? Nein, hab ich nicht. Ja, geh mir aus den Augen. Goku, ich hätte es nicht besser sagen können. Oh, Teleport Kamehameha. Oh nein, Teufelsbein. Ja, Goku sieht schon etwas mitgenommen aus. Eine Ulti da habe ich. Wutattacke! Los, Goku! Sehr schön, wir haben gewonnen. Was waren bei dem die Wutattacke? Also wilde Schläge. Ach so, ja gut. So, Goku und Trunks sind Level up, wir noch nicht wieder. Aber das ist okay. Ja, ich bin Level up. Welches Level bist du jetzt? 6. Ja, ich auch. Dafür ist Son Goku und Dings sind ja noch nicht level up. Vegeta! Ome, wo ist die Matten da? Dosa, Shoki ni modotte kudasai! Dame da! Ore tachi no koe ga marude kikoete inai! も無駄のようだな。トランクス、やるしかねえぞ。あ、はい。Also Vegeta hat sich etwas plastisch bewegt, muss ich schon sagen. Ja, wollte sagen, dass sie recht geschauspielert hat auch. Ja. Und ich finde es auch super, wie die Leute in den Untertiteln unseren Namen sagen, aber dann so Pause. Trunks, macht euch einfach bereit. Ich glaube, Goku hat einfach unseren Namen vergessen. Ja, ist ja nicht ungewöhnlich, der kann sich ja schlecht nach. Das stimmt. So, direkt voll auf Vegeta drauf. Ja, werde vom Sand begraben, Vegeta. Au. Oh oh. Vegeta wächst dieses feine Fleisch ein. Oh. Voll getroffen. Alles klar, das Fleisch voll. Oh, jetzt ist er ein Super Saiyan. Ja, bei mir auch. Schon, aber der kann sich ja auch so normal noch in. Er hat seine Ulti eingesetzt. So, gewonnen. Du hast schon gewonnen gegen Vegeta? Ja, klar. Das ging schnell. Wie geht der? So. Platz gemacht hier. Soweit bin ich noch nicht. Ein paar Kombos mit, zusammen mit der mit einem der Stärkfertigkeiten und so mal ab. Ja, ich nehme jetzt mal gerade Goku. Ich habe alles in Minecraft gemacht. Dann halt Trunks, wenn er es denn so will. Finaler Impact. Das sieht halt so wie Schauspieler aus, wenn der sich mehr als krumm. Ja, das stimmt. So, ich bin mal auf die Katze gespannt.
見てください。うん。父さん。コズミックキューブ。なんてマガマガしい息を放っているんだ。ナビゲーターにコズミックキューブの回収を指示してください。了解しました。回収シークエンスを起動します。よかった、父さん、賞金に戻ったんですね。長官、聞こえますか？終わったか？父さんが悪の道に戻ってしまったのではないかと気が気でなかったですが、キューブは回収しました。おい、これはどういうことだ？俺にも分かるように説明しろ。それは私から説明する。君を操っていたのはコズミックキューブだ。キューブの力はそれを宿した本人の意思によって善悪どちらに転ずるか決まると考えられていた。君が善の意思によってベノムズではなく我々の仲間ジェイフォースの一員となったように。だがキューブの利用方法は他にもあったようだ。何者かの強い意志、その悪意にあらかじめ侵されたキューブによって本人の意思に関係なくそのものを操る力。やはりベノムズの背後には何者かが暗躍していると考えていいだろう。くそ、誰なんだ俺を操っていたやつというのは。それについては現在調査を進めている。おい貴様ら、俺もそのジェイフォースとやらに入れろ。戦いに参加させてもらうぞ。この借りは必ず返す。Vegeta ist wütend. So, 報告ご苦労様。案外頼りにならないのね。惑星ベジータの王子とやら。でも負けてしまったものはしょうがないわ。撤退しましょう。あれは、あの女、一体。Warum sagt Piccolo zuerst, ist das nicht und dann, wer war das? Wegen dem Typen, der bei der Frau dabei war. Ach so. Der hatte, hier, rote Knorren auf dem Rücken. Kennt Piccolo den? Shogun, Gokuro. Weiß nicht, ich bin der auch mal gut, oder? Namek Sei war gerettet.ベジータを救出できたことは我らにとって大きな前進だ。人を操るコズミックキューブの存在が明らかになり、キューブにはまだ我々が知らない力が隠されていることが分かった。うん、一応礼を言っておく。諸君、戦いはこれからだ。現実世界、そしてジャンプ世界に平和を取り戻すため、引き続きベノムズの討伐とコズミックキューブの回収、そしてこれからは操られた仲間の救出、その3つが我らの使命となる。Okay, das aufkeimende Böse haben wir wohl abgeschlossen. Der größte Schurke.
だいぶチームに馴染んできたようですね。みんなに力を示したことで、J フォースの一員として認められたんだ。みんな、聞いてくれ。次の作戦は、コズミックキューブに操られた仲間の救出だ。現在、我々の活動は北米エリア中心にとどまっているが、強力な仲間を増やすことができれば、他の地域での活動も広げていくことができる。みんなの活躍を期待している。君にも期待しているぞ。ベノムズが現れたようです。今すぐチームのメンバーと合流し向かってください。それと強大なベノムズに対して J フォースはまだまだ戦力が足りません。チームの枠を超えた協力も重要です。急ぎましょう。いや、Zusammenarbeiten ist immer wichtig. Ja, klar. Kommt jetzt auch eine Cutscene? Nein, jetzt. Ich wollte schon sagen, jetzt dürfen wir mal wieder was selber was machen. Das ist gut, weil der Part ist schon längst vorbei. Ihr lasst uns jetzt erstmal ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Da hinten stehst du. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.